Hallo und nochmal willkommen zurück bei Smash Bros, auch wenn es eigentlich schon seit einer Ewigkeit rum war. Weil ich habe ja eine Abstimmung gemacht, ob ich die restlichen Missionen noch zocken soll und das war recht eindeutig. Das hier war die letzte Mission. Das heißt, die nächste, die kommt, ist diese hier. Ich mach erstmal vielleicht, aber ich werde sie dann auch noch auf normal machen müssen, glaube ich. Oder die eine, die ich nicht hinkrieg, schaffen. Um die nächsten. Erstmal muss ich überleben. Also ich habe jetzt auch schon lange kein Smash Bros. Mehr gezockt, also hoffe ich mal, dass alles klappt. Hey! So, und ich muss die jetzt raus. Und die sterben nur, wenn ich sie mit dem Item töte. Sonst sind sie nicht tot und respawnen. Und du nervst mich. Stück mal ruhig. Weiß ich wie immer, wenn ich zocke. Beschützt die Pikmin. Ich muss jetzt einfach hier die Pikmin beschützen, bis sie cool sind. Und diese Ladezeiten bin ich gar nicht mehr gewohnt. Böse, ihr Wurstbrote. Ich kann natürlich auch kämpfen. Ehrlich gesagt, könnte ich, wenn der Charakter nicht so scheiße wäre. Okay, sie sind schon Knospen. Meine Pikmin sind doch alle. Nee, ich muss jetzt nicht wirklich alle 6 haben, oder? Das wäre jetzt so lame. Boah, und wieso ist dieses Glurak nicht betroffen? Ja, cool, jetzt sind Pikmin abgespielt. Was? Alles klar. Das kapiere ich jetzt auch nicht richtig. Ja, beschütze 6 Pikmin. Dann mache ich so wie gerade eben. Müsste gleich durch sein. Ja. Da ist. Okay. Ja. Die Story klingt komisch. Ich lese die auch nicht vor. Weil kein Bock. Ich muss jetzt halt mit den anderen beiden diesen fetten Klops hier töten. Ja. Das ist wirklich schwierig. Schnell besorg deinen neuen Power Suit. Du brauchst nur einen. Okay, ich muss einen Smash. Weil also einen Ultra Smash bekommen.
Ey, ihr da kommt. Ja, genau. Kaskaden. Ah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, okay, die Teleportierfähigkeit ist sehr, sehr nützlich. Diese Stacheln sind sehr tödlich. Langsam mal oben, das ist nämlich das Ziel der Mission. Nicht zu gewinnen oder so. Ja, sondern oben anzukommen. Link gegen Link. Einfach nur ein 101 gegen Schattenlink. Hey. Und zwar ein KP-Duell, die mag ich. Da hat man keine Prozent und fliegt nach einer Zeit raus. Sondern da hat man KP. Und die lernen sich natürlich. Der ist gar nicht so schlecht. Naja, ich habe halt eben auch schon lange nicht mehr gezockt. Guck mal. Das ist eine Bombe in deinem Maul. Hä, was? Wieso hat der mich jetzt rausgehauen? Das ergibt nicht mal Sinn. Ich hab auf den draufgehauen. Ende. Und du nimmst gefälligst den ersten Schaden, damit wir uns hier verstanden. So, so. Nein, jedes Mal nicht. Was war daran so schwer? Eine Reise in die Vergangenheit. Du hältst bei dem gewissen Überblick. Ja. Und was soll mir das jetzt zur Mission an sich sagen? Muss ich überleben? Muss ich jemanden töten? Muss ich furzen? Ja! Ich hab ihn gefressen. Ja, sicher. Sicher bin ich jetzt deswegen rausgeflogen. Um die Frage des Levels zu klären, nein, hier kann man nicht überblicken. Hä, was? Also das verstehe ich nicht. Wieso können die mich so leicht töten? So schlecht ist Mario jetzt auch nicht. Und wieso macht dieses Verdammt?
deinem Motorrad keinen Schaden. Guck mal. Normal müsste das Motorrad mich heilen, wenn ich dich treffe. Boah, friss ihn doch. Hä, wieso? Der macht aber auch nicht, was ich will. Ah, wir sind aber beide schon mal gestorben. Ja! Im Ernst, ich kapiere das einfach nicht, was hier los ist. Ich kann hier gar nichts machen. Ja genau, der kann mich durch die Wand angreifen. Geh warten. Okay, einen habe ich. Ja genau. Hab zwar gar nichts getan, um Leech zu töten, aber war trotzdem gut von mir. Gegen 8 neue Charaktere muss ich kämpfen. Ja, mit wem wohl? Ich darf natürlich auswählen. Hier ist er. Das Geräusch ist scheiße. Schlachtfeld. Ja, ihr werdet gleich abgeschlachtet. Ich platziere mich. Schön, dass die auftauchen. Hast du etwa versucht, mich anzugreifen? Und du bist ausgewichen. Mann, was sind denn das hier alles für Assis? Hä, wieso wird die... Hier muss mal weg. Hallo, du sollst greifen, so. Okay, noch 3. Oh. Echt, die haben sich nicht gefeuert. Ja genau, sicher hat er mich damit getötet. Leg die Feuerblume weg, leg das Laserschwert weg. Bester Spawnpunkt für Lurak. Nein, ich habe Zeit nicht mehr bekommen. Jetzt kommt Zeit für den Weg auf und zu sorgen. Ja, okay. Mach ich halt kaputt. Wenn ihr so wollt. Auf Deutsch einfach ein 101. Random, was der benutzt und wann der aufhört. Oh, auch mal.
Oh, Stahl. Sei mal leise. Ja, den Angriff solltest du benutzen, genau. Gut, gleich bin ich bei der schlimmsten Mission. Donkey Kong wird angegriffen, ich muss ihn beschützen und die anderen besiegen. Aber gleich bin ich bei der Mission, bei der ich nicht weiß, wie die geht. Ich werde auch den Rest des Parts verbrauchen. Alle haben 2 Leben. Das Problem bei der Mission ist, eventuell springt Donkey Kong noch einfach in die Stacheln oder sowas. Hä, hey, was? Wie hat der mich jetzt bitte ge-one-hitted? Oh, Donkey Kong geht auch ab. Hey, speed up. Ja, geschafft. Und jetzt wird's nicht mehr möglich. Weil diese behinderte Kapsel, die man hier rein muss, öffnet sich halt erst nachdem die Lava da war, von der man getötet wird, der man ausweichen muss. Und das geht nur mit der Kapsel. So. Auch erst, ich nur 2 Leben habe, aber... Unendlich. Ja, genau darum. Wenn mich einmal treffen, ist schon ein Leben weg. Ja, genau! Was soll ich denn machen? Wenn die mich einmal schlagen, bin ich tot. Ja, genau. Und wieso hat der keinen Schaden gemacht? Ja, schon wieder. Der hat sogar Schaden genommen, aber der fliegt. Ich kapiere nicht, wie ich überhaupt manchmal zu der Stelle gekommen bin. Hey, das ist doch nicht... Hä? Es gibt einen Angriff, bei dem meine Gegner nicht wegfliegen von mir. Ja, sorry, aber ich kann nichts machen. Die Mission ist halt sogar auch leicht. Ja, wie immer, der One-Hit-Tipp mich, weil ich nichts tun kann. Und wieso stirbt der Typ hier nie? Ja, aber ich bin immer One-Hit, ne? Was ist denn das für eine behinderte Mission? Und ich muss die ja schaffen. Sonst kann ich ab einem bestimmten Punkt nicht die noch weitere zeigen. Ich glaube, das Sicherste ist jetzt einfach nur... auszuweichen und auf Flucht zu gehen. Aber das ist doch eine ewig lange Zeit, die ich hier durchhalten muss. Jetzt kommt's. Ja, und was soll ich machen, wenn die Kapsel sich nicht öffnet? Hier! Die öffnet sich nicht. Du hältst mal Presse, ich sag dir. Ich weiß, die Idee ist da. Nö, weißt du eh nicht. Man muss von unten reinspringen. Ich hab das gerade probiert, da ist eine unsichtbare Wand. Falls du das nicht gesehen hast. Wenn du probierst, jetzt nur reinzuspringen, ist ja auch logisch. Nein, ich bin von unten dahin gesprungen. Mein Kopf du war hast sogar. Nein, mein Kopf war ja sogar drinnen.
Aber der Rest des Körpers konnte nicht durch die unsichtbare Wand oder den unsichtbaren Boden gehen. Und deswegen soll man da unten durch. Hä? Wieso hat das sich jetzt geöffnet? Hä? Kapierst du, warum das sich jetzt geöffnet hat? Okay. Ich muss die jetzt wieder mit dem Ultrasmash töten, aber die Mission gerade eben muss ich hoffentlich nicht kapieren. Die haben auch unendlich Leben. Ich muss sie eben mit dem Ultrasmash besiegen. Und ich habe natürlich nur eins. Wenigstens können die mich nicht freundlich. Okay, das war's schon mit der Mission. Ich habe beide getroffen. Das hat gut geklappt. Jetzt kommt Nutze als Lucario die Macht der Aura. Aurasphäre, los. Hoffentlich bist du gut drin. Ist die Mission irgendwie einfach oder warum habe ich die in 15 Sekunden als Rekord? Ja, aber klar, ich habe ultra viel Schaden, weil da machen meine Attacken halt mehr Schaden. Nein, daneben. Das ist es halt. Weil ich mache übertriebensten Schaden. Unruhestifter. Eigentlich wolltest du die Show genießen, aber die Ohnmaß lassen dich nicht. Also fetzt sie weg. Die Mission ist auch schwer. Ah, cool, einer hat sich selbst getötet. Zwei. Ja, okay. Ich habe bisher immer bei der Mission richtig lang gehangen. Und jetzt? Angriff der Giganten. Ich muss drei riesige Monster aufhalten. Riesenbowser oder was? Nehme ein Bowser und mach zwei andere. Aber wenigstens kämpfen die auch gegeneinander. Du bist ja auch kein schlechter Charakter. Das ist schon so eine, den nehme ich. Den habe ich bisher von den beiden Malen, wo ich es gezockt habe, einmal mit ins Finale genommen und auch genutzt. Das Finale war im LP ja eh ultra krass. Ich glaube, ich sollte versuchen, Donkey Kong rauszuhauen. Okay, wow, schnell weg, das ist nämlich überkrass. Weil, für die, die es nicht wissen, das one-hittet. Normalerweise auch. Ja, okay, one-hittet nicht, aber macht Ultraschaden, wie ihr gesehen habt. Von der Prinzessin zur Gärtnerin. Man muss alle Blätter des rechten Baumes rot färben. Das macht man, indem man draufhaut. Der rechte Baum ist mal der hier. Mann, der nervt. Die sind alle rot. Thank you.
ist doch rot. Was haben die? Was haben die? Das hier ist der rechte Baum. Hä? Aber ich schalte die neuen Missionen nicht frei. Ich muss auf normal welche schaffen. Na toll, das wird ewig dauern. Ich glaube, ich erreiche die auch gar nicht dann, ja, die neuen. Weil ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie genau man die freischaltet. Die Story ist hier so behindert. Ich meine, ja okay, ich soll in einem Reich im Himmel lüften, indem ich den Boden zerstöre. Die Logik erschließt sich einem natürlich sofort. Oh, da hat drei Leben. Ja. Aber wirklich, es gibt nochmal noch Missionen. Oh, der Part ist schon rum. Na, ich erkundige mich mal, wie man die anderen freischalten kann. Und dann bis zum nächsten Mal liken, abonnieren, furzen, Ende.